Willkommen zurück bei Business ganz einfach. Die Show, wo wir euch erklären, wie man Geschäfte macht und die wirklich wichtigen Dinge mal beibringen. Heute befassen wir uns mit dem Thema, wie gründet man eigentlich eine Firma? Ja, was macht man? Was hat man eigentlich zu tun, um eine Firma aufzumachen? Also man kann prinzipiell sagen, ich nagel mir ein Schild an die Tür und habe dann eine Firma. Ganz so einfach ist es nicht, aber es ist eigentlich wirklich relativ einfach. Ihr geht zur Gemeinde, macht eine Gewerbeanmeldung und damit habt ihr ein Gewerbe. Es stellen sich allerdings immer wieder Fragen und wurden mir auch häufig, haben mir Leute die Frage gestellt, was mache ich? Ich mache sofort eine GmbH. Das klingt erstmal immer wichtig und es ist alles super und es klingt immer toll, wenn man sagt, ich habe eine GmbH. Nur leider so einfach ist es nicht. Also prinzipiell ist immer ein Einzelunternehmen am Anfang erstmal einfacher, weil man steuerlich ganz anders behandelt wird. Man hat einfach gewisse Vorteile, man muss nicht so viele Regularien beachten. Es ist schon prinzipiell erstmal besser, wenn man ein Einzelunternehmen macht. Es gibt andere Gesellschaftsformen wie eine KG, wie eine GmbH, wie eine GbR und so weiter. Es gibt zig verschiedene Varianten, die man machen kann. Wobei die meistens wenn man sich als Einzelunternehmen erstmal selbstständig macht, man ist alleine, man arbeitet erstmal alleine, da reicht ein Einzelunternehmen. Mehr muss man nicht machen. Eine GmbH hat Vorteile, wenn es um die Haftung geht. Das ist aber auch der einzige Vorteil, den man hat. Und viele sagen immer, ich hafte nur mit den 50.000 Euro oder 25.000 Euro. Früher waren es 50.000 D-Mark, heute sind es 25.000 Euro. Es gibt auch die Möglichkeit, nur 12.500 Euro einzuzahlen. Dann muss aber eine zweite Person noch mit drin sein. Ja. Wovon ich prinzipiell immer abrate, Geschäftspartner ist immer schwierig. Also lieber alleine ein Unternehmen machen. Gerade wenn man neu anfängt, ist es meiner Meinung nach immer besser, es alleine zu machen. Ihr könnt natürlich eine GmbH machen, aber ihr müsst euch darüber im Klaren sein, es ist eine ganz andere Buchführung, alles ist anders und es ist komplizierter und schwieriger. Ich will jetzt nicht auf die Details eingehen, aber es ist einfach komplizierter. Mhm. Es gibt noch die Firmen, die Möglichkeit mittlerweile so eine Art ja, Limited, das nennt sich UG, mhm. Aber da würde ich auch die Finger von lassen. UG hat so ein bisschen den Begriff unter Gangstern. Also das ist diese englische Variante, wo man eben nur einen Euro braucht, um die Firma zu gründen, hat eigentlich einen negativen Touch. Das Einzelunternehmen hat den Nachteil, sage ich jetzt mal, dass man persönlich für haftet. Man darf aber nie vergessen, dass auch eine GmbH, wenn ich Geschäftsführer einer GmbH bin, hafte ich auch, wenn man mir nachweisen kann, dass ich grob fahrlässig oder dass ich zum Beispiel Insolvenzverschleppung gemacht habe, hafte ich auch mit meinem Privatvermögen. Also man ist nie ganz raus. Das ist aber auch, wie gesagt, ein separates Thema. Also das ist mal der erste Punkt, der erste Schritt, den ihr machen könnt. Ihr müsst euch überlegen, was macht ihr für eine Firma, welche Firmenform wollt ihr wählen, seid ihr zu zweit, wenn ihr das wirklich zu zweit machen wollt, bietet sich am Anfang erstmal eine GbR an. Ist im Prinzip wie eine Einzelfirma, nur eben halt mit zwei Partnern einen kleinen Vertrag machen, das hilft. So, wenn ihr die Firma gegründet habt, und ich kann euch immer wieder nur raten, ihr braucht einen Steuerberater. Es ist heute so schwierig geworden. Ich mache heute bestimmt 70% meiner Arbeit ist eigentlich, ich sag mal, verbunden mit Themen, was eigentlich ein Steuerberater macht. Das heißt, ich muss heute so vorsichtig sein bei allem, was ich tue, dass man wirklich überlegen muss, sich schon von vornherein einen guten Steuerberater zu suchen. Der Steuerberater kostet Geld, das ist sicherlich richtig, aber es zahlt sich aus. Und wenn ihr euch am Anfang nur von einem Steuerberater erstmal nur beraten lasst, was ja auch viele für frei machen, oder? Wenn man zum Steuerberater geht. Das macht keiner für frei. Also die Zeiten, es kriegt keiner, nee, verschenkt irgendwas. Man wird da sicherlich vielleicht 200, 300 Euro bezahlen müssen, aber es hilft euch erstmal, euch beraten zu lassen. Wie findet man einen guten Steuerberater? Das kann nochmal ein separates Kapitel werden.
grundsätzlich kann man nicht mehr sagen, wenn ihr zum Steuerberater geht und ein Steuerberater sagt sofort, jawohl, ich nehme Sie als Mandanten, dann seid vorsichtig. Also grundsätzlich muss es immer so sein, dass ein Steuerberater erstmal sagt, also eigentlich kann er keine Mandanten mehr auflegen. Sicherlich hilft es auch manchmal über Empfehlungen von Freunden und so weiter, aber ich kann euch auch aus Erfahrung sagen, nicht jeder Steuerberater ist gut. Ihr werdet über kurz oder lang nicht darum kommen, euch selbst schlau zu machen, weil ein Steuerberater grundsätzlich immer nur, ja, ich sag mal, er berät euch eigentlich nicht. Ihr müsst eigentlich die Ideen bringen und er sagt euch dann, ob es machbar ist oder nicht. Also ist ein schwieriges Thema, aber ich sag mal, da kommen wir nachher, wenn ihr mehr Geld verdient oder nachher richtig Geld verdient, dann wird es immer schwieriger, das Thema mit dem Steuerberater. Also muss man auch gucken, wenn man sucht sich einen Steuerberater, muss man auch gucken, dass man einen findet, der relativ viel Erfahrung in der Branche hat, wo du drin arbeitest. Das heißt, wenn du jetzt nur Real Estate machst, solltest du einen finden, der einen Fokus auf Real Estate hat. Ja, also das ist schon mal der erste Punkt. Ja. Die Steuergesetze sind dann so kompliziert und so, dass eigentlich kein Steuerberater up-to-date ist. Okay. Also es kommen jeden Tag so viele Gesetze raus, deshalb ist es immer gut, wenn man sich einen Steuerberater sucht, der schon in dem Bereich tätig ist. Das ist schon mal das erste Problem. Das Thema Steuerberater, wie gesagt, ist so wichtig aber heute auch geworden, dass man da, werden wir sicherlich auch noch einen separaten Bereich drüber machen, aber es ist schon heute sehr, sehr wichtig geworden, dass man einen guten Steuerberater auch wirklich hat. Aber wie gesagt, es wird sich auszahlen, weil wenn ihr am Anfang Fehler macht, die Fehler holen euch alle ein. Spätestens bei der ersten Steuerprüfung werdet ihr die Fehler nachher sehen. Das fängt an mit Kassenbuch, das fängt an mit Abschreibung, das geht los, wie baue ich eine Rechnung auf, wie muss die Rechnung, eine Rechnung muss immer eine fortlaufende Nummer haben und. Am Anfang prüft euch noch kein Finanzamt, aber wenn ihr nachher geprüft werdet, werdet ihr ein Riesenproblem haben. Und das ist wirklich das Schlimmste, was euch passieren kann. Ihr müsst euch über eins müsst ihr euch immer im Klaren sein. Den größten Feind, den ihr habt, ist nicht euer Wettbewerber. Der Wettbewerber, ich sage immer, Wettbewerb ist gut, weil er spornt einen an, um besser zu sein. Ja. Aber das Finanzamt ist euer größter Feind. Normalerweise müsste das Finanzamt dazu da sein, um euch zu unterstützen, um euch eigentlich zu helfen, weil ihr verdient ja das Geld für den Staat. Ja. Aber der Staat ist euer größter Feind, weil er versucht, euch Knüppel zwischen die Beine zu werfen, wo es nur geht. Mhm. Und deshalb müsst ihr diesbezüglich wirklich vorbereitet sein. Ihr müsst wirklich das Thema Steuerberater als einen ganz, ganz wichtigen Punkt nehmen und ihr müsst euch da wirklich auch im Vorfeld ein bisschen schlau machen. Ihr müsst euch, was das angeht, nicht nur eure Fähigkeiten in eurem Beruf, sondern ihr müsst euch auch das Betriebswirtschaftliche reinziehen. Ich habe Elektrotechnik studiert und habe dann nochmal Betriebswirtschaft studiert und das war gut so. Dadurch habe ich eben auch diese Erfahrung und dieses Wissen, Basic-Wissen, will ich es mal nennen, bekommen. Es ist aber, wie gesagt, es ist trotzdem noch schwierig genug und es ist so kompliziert, dass man wirklich sagen muss, Steuerberater ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Okay. Ja, das war's heute wieder davon. Auch kleine Punkte, wir wollen es auch nicht so lang machen, damit wir euch nicht langweilen. Wie gesagt, wenn ihr dazu noch Fragen habt oder wollt dazu noch was wissen, könnt ihr gerne auch fragen. Kann ich euch gerne Hilfestellungen geben. Ja, deswegen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert, teilt es mit Freunden, kommentiert. Freut uns natürlich auch ein bisschen Feedback auf die Videos zu kriegen, dass wir es natürlich auch verbessern können für euch. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. That's why I'm like FDR for sign. Real eyes, real lies, all those real lines. Meet me on the office.